Zuschauer, hallo liebe Eva in Witten. Hallo, lieber Dennis. Wir beiden, Eva, waren ja am Wochenende auf dem Agile Ruhr-Camp. 2016, Nummer 2 war es. Letztes Jahr hat es ja zum ersten Mal stattgefunden. Und ich glaube, wir waren beide gestern Abend voll getankt mit neuem Wissen und ganz viel interessanten Informationen von Experten, die wir da in den Sessions gelernt haben. Und du hast dir ja heute auch schon Gedanken darüber gemacht, was so deine Learnings waren, Eva, und du hast ja auch schon wieder einen Steady News Artikel direkt geschrieben, so fleißig wie du immer bist. Und wir haben uns als Thema heute ja vorgenommen, mal zu überlegen, wie können Unternehmensnetzwerke von dem profitieren, was diese Agile-Bewegung ausmacht. Da waren wir ja ganz besonders fasziniert drüber, wie da dieser Zusammenhalt ist und was das für eine Community ist. Erzähl du doch mal, was du geschrieben hast und was du dir dazu für Gedanken gemacht hast. Ja, also du und ich, wir sind ja dabei, wir tun mit KMU digital. Das ist mir eben auch am Wochenende bewusst geworden, nochmal so richtig, tun wir eigentlich genau das, was eben auch Grundprinzipien in dieser Agile-Bewegung sind. Und zwar, wir sind mit eben erstmal ja, den wichtigsten Anforderungen an den Markt gegangen und haben gesagt, des Weiteren gestaltet sich aus, welche weiteren Anforderungen hinzukommen und wie sich durch das, was eben die Nutzer und Mitglieder des Netzwerkes sich wünschen und was wir eben von ihnen lernen können, danach gestaltet sich unser Unternehmensnetzwerk auch nach und nach aus. Immer eben mit dieser Prämisse, digital heißt nicht nur einfach jetzt digitale Produkte, digitale Prozesse eben jetzt in den Unternehmen, sondern auch digitale Methoden, digitale Instrumente nutzen, um eben besser netzwerken zu können. Und diese Oberprofis, die wir da am Wochenende ja erleben konnten, diese Softwareentwickler sind da extrem weit, logischerweise für die ist A, die Materie selbstverständlich und B, ist es so, dass sie in einer dermaßen komplexen Welt agieren müssen, arbeiten müssen mit diesen Projekten, dass sie gar nicht anders können, als eben wirklich sehr innovativ zu denken und zu agieren, wenn es eben darum geht, digitale Projekte umzusetzen. Ja, was ich da besonders interessant fand für die Weiterentwicklung unseres Netzwerkes, wir haben festgestellt, wir sind zurzeit 23 Mitgliedsunternehmen, dass eben die Aktivität unserer Mitgliedsunternehmen im Moment davon abhängt, wie hungrig sie sind. Und das ist auf der einen Seite natürlich total schön, aber auf der anderen Seite auch sehr schade, weil eben das Ganze sich dann ja irgendwo auch darauf reduziert zu sagen, ich bin in einem Netzwerk tätig, um Aufträge zu bekommen. Das finde ich aber wirklich ein bisschen wenig. Was ich mir wünsche, ist, dass ich in einem Netzwerk bin, in einem Unternehmernetzwerk, um eben an meinem Unternehmen zu arbeiten. Nicht in meinem Unternehmen, auch nicht unbedingt Kunden zu akquirieren, sondern einfach permanent an meinem Unternehmen zu arbeiten. Das ist die Aufgabe der Geschäftsführung oder der Inhaber. Und da haben wir eben jetzt lernen können, Dennis und ich, dass diese Softwareentwickler aus der agilen Bewegung, die sich auch sehr häufig treffen zu Stammtischen, zu Meetings, zu Veranstaltungen, wo innerhalb von 2-3 Stunden über 10-12 Themen diskutiert werden können, weil sie eine sehr disziplinierte und sehr basisdemokratische Art haben, Themen eben auch zu entscheiden und dann effektiv auch Problemlösungen zu suchen. Sie sind ja Problemlöser, das ist ja ihr Beruf. Sie agieren ja anhand von Irrtümern, die korrigiert werden müssen. Im Grunde genommen ist der Beruf eines Softwareentwicklers der Beruf eines Menschen, der eben Fehler korrigiert, laufend Fehler korrigiert. Ich habe da von der Nina Eckert eine wunderbare Definition bekommen am Wochenende, die zu mir sagte, du musst dir das vorstellen wie eine Schiffsreise. Mit einem Zug hat man feste Strukturen, man kann linear planen. Bei einer Schiffsreise muss man ständig nachjustieren, um eben nicht eine kleine Kursabweichung dann hinter zum Verhängnis werden zu lassen. Man muss ständig nachjustieren. Also es sind Problemlöser in Echtzeit. Ja, und da denke ich, wir haben ja schon mit unserem interaktiven
Event, die Berater, sind wir da ja schon auf einem guten Weg, aber das kann man noch immer weiter auch ausgestalten. Und mit dem Club, mit dem virtuellen Club, den wir jetzt eröffnet haben, wo wir ja auch so eine Art Selbsthilfegruppe sind, die sich eben bei diesem Ich arbeite an meinem Unternehmen, mag es Mitarbeiter sein, mag es Prozesse sein, mag es Aufträge sein, mag es Produktentwicklung sein. Und da arbeite ich eben im Netzwerk dran. Und ja, und von daher denke ich, wir sind da schon auf einem guten Weg, aber ich möchte wirklich in dieser agilen Bewegung, solange sie mich nicht rausschmeißen, aktiv eben jetzt auch teilnehmen, um weiter daran zu lernen, weil ich glaube, dass das für unser Netzwerk hoch wichtig ist, abgesehen davon, dass wir ja auch schon viele Softwareunternehmen jetzt entweder schon drin haben oder die sagen, wir können uns gut vorstellen, bei euch Mitglied sein zu wollen. Von daher passt das selbst, was das angeht, eigentlich gut. Ja, das wäre es so von mir. Möchtest du noch was sagen? Was ergänzt? Nee, hast du wunderbar zusammengefasst. Also was mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass wir beide unbewusst schon teilweise so arbeiten, einfach weil wir, glaube ich, von der Art her so sind, dass wir viele kleine Schritte gehen und einfach erstmal drauf losrennen, wenn wir eine Idee haben und gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das begünstigt das Ganze wahrscheinlich. Aber sonst grundsätzlich hast du gerade vieles gesagt, was ich genauso sehe. Und von daher muss ich da auch nicht weiter was zu sagen, weil wir wollen unsere Videos ja mal wieder kurz halten. Ja, dann war es das schon für diese Woche, liebe Zuschauer. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, und viel Spaß bis dahin. Tschüss!